Okay, er ist okay. Aufmachen. Hey, wie geht's? Wir haben alles Mögliche da. Irgendwann gibt's gar nichts mehr, weißt du? Hey, danke, Dick. Zack, ich hab einen neuen Hut für dich. Sehr gut. Hat er sich so richtig gewehrt? Du zahlst mehr, wenn's so war? Nein. Warum fragst du dann? Mir gefällt einfach der Gedanke, dass dieser Mistkerl leiden musste, bevor er starb. Scheiße, Tacke, ich mach das nicht zu deiner Unterhaltung. Zum Teufel. Zurück an die Arbeit. Hey, nein, nicht. Ich arbeite jetzt schon. Arbeit. Schön, dich zu sehen. Was brauchst du? Hey, Alkai, ich schau nur, was du hast. Kann ich noch was für dich tun? Danke. Komm her, wenn du noch was brauchst. Komm wieder, wenn du irgendwas brauchst. Hey, wie geht's? Wie laufen die Geschäfte, Sammy?
Ist okay. Ich mache auf. Was gibt's denn? Hey. Warst fleißig. Das ist alles, was ich für heute habe. Okay, bis bald. Hey, Mann. Ich schau mich nur um. Willst du auftanken? Ich bin hier, wenn was ist. Tschüss, Dick. Hey, Deacon, hast du kurz Zeit? Wie geht's William? Hab ihn lang nicht gesehen. Wie es Boozer geht, wie uns anderen, Mann. Er überlebt. Ja, dann schlägt er sich besser als die meisten. Ja. Hör zu, du musst auf ihn aufpassen. Was meinst du? Ja, einen Arm zu verlieren ist hart. Sein altes Leben ist vorbei. Er hatte kein tolles Leben, Eddie. Du bist sein Freund. Vielleicht der Einzige. Boozer geht's gut. Er wird... Moment, ich mach auf. Wie läuft die Arbeit? Wie sieht's denn aus? Okay, bis bald. Du musst gut rumgraben, richtig tief. Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Ich kenne ihn. Lasst ihn rein. Ein Monat bevor alles begann, schrieb ich in meinem Newsletter Farewell Freedom: Sichert euch genug Essen und Wasser für ein Jahr. Denn ich wusste, egal was bevorstand, uns trennten nur 9 Mahlzeiten von der Anarchie. Ich dachte, wenn sich ein paar Leute vorbereiten, diejenigen, die mir wirklich zuhörten, dann könnten wir vielleicht überleben, wenn schließlich alles über uns kollabierte. Aber es hört weniger zu als gehofft. Jetzt, in dieser...
Vorräte aus und die Leute kriegen Hunger. Kennt ihr noch die Parabel von der Ameise und der Heuschrecke? Tja, die Ameisen, die auf eine dunkle Zukunft vorbereitet waren, brachten es nicht übers Herz, euch Heuschrecken verhungern zu lassen, die ihr fröhlich in der Sonne getanzt habt, ohne auch nur einen Gedanken an zukünftige Probleme zu verschwenden. Jetzt. Zahlen wir alle den Preis dafür. Werden wir verhungern? Keine Ahnung. Die Fischbestände nehmen ab. Das Wild wird immer seltener. Wann habe ich das letzte Mal einen Bock oder einen Reh gesehen? Aber ich sage euch dies. Wir werden nicht gegeneinander kämpfen. Auf keinen Fall. Das werden wir niemals tun. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ja, paranoider Schwachsinn. So wie ich das sehe, haben sich die Heuschrecken beim letzten Mal bis an die Zähne bewaffnet, deine scheiß Ameisen gekillt und alles mitgenommen, was ihr hattet. Also, wenn du schon Parabeln erzählst, dann erzähl sie doch einfach richtig. Okay. Am besten hier. Genau hier. Ich weiß nicht recht, Mike. Da haben wir schon mal Leute verloren. Leute verloren? Wen? Wann? Vor ein paar Wochen. Torres und Evans. Auf der Suche nach Vorräten. Ich hab dir doch... Nein, verdammt! Hast du nicht! Doch, hab ich. Dass wir hinterher sind. Der Eingang verschüttet war. Die Bikes waren draußen. Überall Freaker. Weißt du? Ich weiß nicht mal, ob sie reingekommen sind. Was ist das Problem? Ach, Wir gehen die Unterlagen durch, die aus Shermans Camp. Mhm. Da gibt's eine Mine, die eigentlich expandieren sollte. Ja, und da lagert bestimmt Sprengstoff. Ja, aber jetzt sagt Skizzo mir, dass wir da drin zwei Männer verloren haben. Hey, das habe ich nie gesagt, Mike. Okay, hör zu. Gib mir die Karte, ich hol den Sprengstoff, Keine ich hey, schwöre Leute du? Und... Was zum Teufel? Du vertraust ihm, Mike? Ich tu's nicht. Sag mal, wie viel zahlt Tucker denn so für eine Kiste TNT? Ruhig dich jetzt mal ab, er macht seinen Job. Ach ja? Was macht er denn? Er bricht unseren Vertrag mit den Rippern, macht blau, hängt den Tag mit Ricky ab. Was hat er gemacht, hä? Was hast du gemacht, hä? Sitzt auf deinem Arsch und lässt die anderen arbeiten. Ich mache dieses Camp sicher. Keine Plünderer, Diebe und Drifter. Also gut, Schluss jetzt. Schluss jetzt! Hey, du traust ihn nicht? Dann geh mit ihm. Aber denkt immer dran, alle beide, denkt dran. Wir gehören alle zum selben Camp. Alles klar, meinetwegen. Morgen früh steigen wir auf die Bikes. Wir fahren jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt, mitten in der Nacht. Klar, jetzt ist es dunkel. Da sind weniger Freaks in der Mine. Oh, natürlich. Ach, als du blau gemacht hast, hast du schwarze Helis gejagt. Und jetzt bist du ein Freak-Experte, Man ja? Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass Freaks nachts draußen okay, sind. Ach, ja? Komm, okay, komm schon, das reicht! Okay. Okay. Du willst jetzt los? Dann fahren wir jetzt. Aber das behalte ich. Grundgütiger. Hey, hör zu. Er hat seine Probleme, wie jeder von uns auch. Aber er macht seinen Job. Erzähl das Torres und Evans. Dick, ich schätze, ich will nur sicher gehen, dass er da unten in der Mine keinen Unfall hat oder sowas. Scheiße, Mike. Für wen hältst du mich denn? Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Wir sehen uns später. Scheiß Kerl. Wo fahren wir hin? Lucky Lad, weißt du, wo das ist? Ja. Ich warte dann auf dich. Versuch mitzuhalten.
Deacon, bist du da? Hier spricht Lost Lake. Over. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte dich besuchen, aber offensichtlich bist du nicht da. Skizze und ich erledigen was für Iron Mike. Wir sind morgen zurück. Was gibt's? Ich wollte nur wissen, wann wir den Stromwandler reparieren. Ruft die heiße Dusche immer noch nach dir? So ungefähr. Wir sind morgen früh zurück. Dann reden wir. Dicken Ende. Ich dachte, du wolltest auf mich warten. Ich wurde abgelenkt. Die gehörten also Mikes Männern? Meinen Männern. Ja. Torres und Evans. Sie waren keine Drifter, aber sie waren oft in der Außenwelt. Dachte, die packen das. Da lagst du wohl falsch. Die wurden schon ausgeschlachtet. Die scheiß Plünderer sind überall. Skizzo, warum hast du das Zeug nicht mitgenommen, als du hier draußen nach ihnen gesucht hast? Weil hier zu viele Freaks waren. Deshalb. Wie die da. Nur viel mehr. Komm. Mike sagt, der Sprengstoff ist in Stahlkisten eingeschlossen. Irgendwo hier im Büro müssten Ersatzschlüssel für die Kisten sein. Verdammte Krabbler. Ich hasse diese Scheißviecher. Da sind wir uns endlich mal einig. Hey, hier drüben. Ich glaube, ich kriege dich auf das Dach hoch. Bereit? Ja. Hoch mit dir! Okay. Das waren wohl alle. Bist du okay? Ja, danke der Nachfrage. Skizzo! Die Luft ist rein. Gut, gut. Sieh dich um. Vielleicht findest du ein paar Fackeln. Warte mal, du hast keine Taschenlampe dabei? Doch, aber die Batterien sind leer. Die kriegt man in letzter Zeit fast nicht mehr.
Zumindest keine, die noch Saft haben. Fackeln. Skizzo, ich hab Fackeln gefunden. Ja, versuch die Tür aufzubrechen. Ich komme und hole sie. Hier gibt's Fackeln. Ja. Gib mir die Schlüssel. Was meinst du, die hier? Ja, Herr. Hey, 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 ich hab ne Idee. Du führst uns zu den Stahlkisten, ich schließe sie auf. Oder gibt's da ein Problem? Kein Problem. Aber verlier sie nicht. Hm. Ja, okay. Das werde ich mir merken. Ich hab sie. Dann mal los. Bin direkt hinter dir. Siehst du? Durch einen Einsturz blockiert, wie ich gesagt habe. Sieht aus, als könnten wir uns hier durchquetschen. Hilf mir mal. Hier. Drück! Ich drücke! Ich drücke! Da, klemm das unter den Stein da. Okay. So. Sieht das stabil aus? Stabil genug. Und denk dran, lass die Knarre stecken. Sagtest du nicht, es wäre alles sauber? Nein, das habe ich nicht gesagt. Im Ernst, wenn hier drin Freaks sind, dann reicht ein einziger Schuss, um sie alle anzulocken. Ich hab's jetzt gehört. Scheiße. Okay, der erste Erweiterungsbereich geht vom Hauptschacht ab. Los, hier lang. Bin direkt hinter dir. Ach, Scheiße. Da kommen wir nicht durch. Sieh auf der Karte nach. Ist da noch ein Tunnel? Ein Lüftungsschacht? Die Karte hier zeigt einen Verbindungstunnel. Er war wohl instabil. Sie haben ihn dicht gemacht. Wo? Hier hinten. Hier? Ja. Ja, sie haben ihn wohl verrammelt. Oh, das sieht nicht gerade stabil aus. Ich dachte, das sagte ich bereits. Ich hab nur das. Du hast die Taschenlampe. Also hast du die Ehre. Vielleicht gibt's einen Grund, dass sie die Erweiterung nie fertiggestellt haben. Ich meine, eine Stange Dynamit scheint auszureichen, um das hier alles einstürzen zu lassen. Ah, so schlimm ist es nicht. Okay. Zum Glück nichts gebrochen. Gott. Oh, Scheiße, das war knapp. Ja. Dann haben wir jetzt keine Wahl mehr. Komm. Hier lang. Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Ich lege Fackeln ab. Warum? Du hast doch die Karte. Das ist ein verdammtes Labyrinth. Ich will wissen, in welchen Tunneln wir schon waren. Jetzt links. Okay.
Komm her. Was? Sind das deine Leute? Ja. Taurus hat immer dieselbe Scheißweste getragen. Ich sagte immer, das grelle Orange bringt dich noch um. Hier drin war's wohl egal. Seinem Kumpel fehlt ein Arm, verblutet und hat Taurus eine Weile ernährt. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, da gibt's eine Grenze bei mir. Ja, bei mir auch. Bleib zurück. Die überlasse ich nicht den Freaks. Los, verschwinden wir von hier. Ja. Na los, hier können wir uns durchzwängen. Ich folge dir. Das ist ganz schön eng. Geht es? Wer sitzt denn den ganzen Tag nur auf seinem Arschraum, hä? Oh, sehr witzig. Komm. Okay, der erste Erweiterungsbereich muss hier um die Ecke sein. Wenn du die Karte richtig liest. Ich lese sie richtig. Siehst du? Hast du noch die Schlüssel? Ja, hier. Sie ist leer. Scheiße. Oh, entschuldige. Glaubst du mir nicht? Doch, das tue ich. Komm. Vielleicht ist alles an einem Ort. Sehen wir uns die andere an. Hier lang. Gehen wir zurück und sehen nach, ob es noch einen Seitentunnel gibt. Schizo, halt. Warte mal. Hier stimmt was nicht. Was? Was meinst du? Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind. Was? Meinst du, die Fackeln sind hierher gewandert? Vielleicht bin ich verwirrt. Moment. Warte mal kurz. Verdammt. Das ist der Haupttunnel. Was? Das ist der Haupttunnel. Siehst du die Schienen? Da waren keine Schienen, wo wir rein sind. Was zum Teufel? Aber das sind meine Fackeln, verdammt. Wie sind die? Oh, da will uns jemand verscheißern. Los, hier lang. Halt, halt, warte mal eine Sekunde. Wer zum Teufel ist hier? Komm raus! Zeig dich! Schizo, nimm das Ding runter. Was erzählst du da? Wenn das Ding losgeht, ein einziger Schuss, einer, dann stürzen sich sofort alle Freaks in diesen Scheißtunneln auf uns. Du hast doch gesagt, die Tunnel wären um diese Zeit sicher. Vorsicht! So treffe ich nicht! Verdammt! Verdammt, er hat die Schlüssel! Scheiße! Wo willst du hin? Er hat die Schlüssel, wir müssen ihn fangen. Warte, komm zurück. Verdammt, Schizo, er entkommt. Verdammt, du kleiner Scheißer, komm zurück. Komm schon, du Scheißer! Gib mir die Schlüssel zurück! Wo bist du hin?